Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist der Dienstag, der 22. Mai 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily376. Und heute beginnt sie für die meisten wieder diese Arbeitswoche. Ich hoffe, ihr hattet den Montag gestern genießen können. Und ich habe heute die folgenden Themen für euch mit dabei. Fort and Ways, Don't Be Evil, 10.000 Testphasen, ich kenn dich nicht. Word KI-Spezialist und Apple IDs. Ich beginne gleich mit Ford und Waze. Die beiden sind nämlich eine Kooperation eingegangen. Das hat man schon länger verkündet, Anfang des Jahres. Und dann jetzt endlich umgesetzt, denn wenn ihr über ein Ford Auto verfügt, das Sync 3 mit sich bringt, also ihr eins der neueren Modelle, dann könnt ihr beim Einschließen eures iOS Devices zum Beispiel direkt die App auf den großen Bildschirm von eurem Bordsystem zoomen und habt dann da die ganzen Zugriff für die Navigation und die ganzen zusätzlichen Infos, die Waze euch da noch ausliefert und eben da daran, wo Waze natürlich stark ist mit den ganzen Infos zu zu, wann kommt ihr an? Was gibt es unterwegs? Noch alles Mögliche etc. Ein weiteres Ding ist bei Google, denn die haben seit dem Jahre 2000 das Untermotto: also Google don't be evil, und ja. Da habe ich ja schon den ein oder anderen Scherz darüber gemacht und äh, tue es auch in Zukunft noch. Denn jetzt hat man offiziell das Ganze gestrichen. Im Jahre 2015 mit der Gründung von Alphabet, dem Mutterkonzern, über Google und all dem Zeugs drum, hat man ja das Ganze da zumindest oh, ähm, konzernübergreifend schon gewechselt in Do the Right Thing. Was Google in Zukunft bei Google macht, hat man aber noch nicht kommuniziert. Man hat jetzt nur offiziell das Don't Be Evil ausgestrichen und ähm, tut vielleicht in Zukunft doch evil Dinge. Nee, Quatsch, Spaß beiseite. Ich bin mal gespannt, wenn Google kommuniziert, was der Neue. Untersatz oder das neue Motto von Google und den Mitarbeitern sein wird. Das Thema Smart Mobility beschäftigt mich ja sehr stark, unter anderem auch in meinem lebe Smart.ch-Blog. Und jetzt gibt es einen neuen Bericht oder einen ersten Zwischenstand aus Deutschland. Bad Birnbach, ich nehme an, das kennt der eine oder andere von unseren Hörern vielleicht sogar, ist ein kleines Dorf oder besser eine kleine Stadt, die selbstfahrende Busse hat. Da testet die Deutsche Bahn eben so einen ähm, selbstfahrenden Bus und der hat jetzt im letzten, ich glaube, halben Jahr 4900 Kilometer zurückgelegt und insgesamt 10.000 Passagiere transportiert. Durchschnittlich sind das 49 Gäste, die damit täglich hin und her gefahren werden. Und vom Prinzip her ist es einfach so gemacht für die letzte Meile, denn der Bahnhof liegt anscheinend ein bisschen außerhalb von der Stadt. Und da können die Leute einfach, wenn sie mit dem Zug ankommen, aussteigen, in diesen selbstfahrenden sitzen und dann werden sie nach Hause gebracht. Sehr praktisch und darauf freue ich mich ja, das habe ich nicht das erste Mal gesagt, und sage es auch in Zukunft noch vielmal, wenn es sowas auch bei uns dann gibt, damit wir auch später in der Nacht und auch durch den Tag einfacher ja, hin und her fahren können hier auf dem Land bei uns. Kurz vor der WWDC, in zwei Wochen ist circa soweit, dann wird Apple mit seiner Entwicklermesse starten. Gibt es eine Versammlung oder nicht eine Versammlung, eine Petition von Apple-Entwicklern? Mittlerweile sollen es an die 400 äh, in Zahl sein, die sich zusammengetan haben und die möchten etwas, was es bei Google schon länger gibt, das heißt länger, seit jetzt ein paar Wochen gibt, die Möglichkeit, nämlich ein Spiel anzutesten. So ein, zwei Stunden vor, mal die App auszuprobieren, um zu sehen, ist die App es mir wert, den Betrag X nachher auch in die Waagschale zu werfen. Bei Apple ist das Ganze natürlich anders gemanagt schon seit Jahren kann man Apps, die man aus Versehen und/oder eben gekauft hat, aus, mit anderer Absicht wieder zurückfordern. Muss da aber ein Formular ausfüllen, ist ein bisschen umständlicher für den Kunden logischerweise, aber man ist da eigentlich auch auf der sicheren Seite. Dennoch könnte man mit solchen Trial-Geschichten das Ganze sicherlich deutlich vereinfachen. Bleiben wir bei Apple, denn da gibt es ja seit kurzem auch die Möglichkeit, dass man seine A Daten anfordern kann. DSGVO sei Dank. Da, wenn ihr die eure Daten euch zuschicken lasst von eurer Apple ID, werdet ihr überrascht sein, denn? Wer hätte es gedacht? Apple speichert gar nicht so viele Dinge über euch. Zumindest im Vergleich zu Facebook und Google. Es sind viel weniger personenbezogene Daten, die damit drin sind. Vor allem keine Inhalten, sondern nur Metadaten, die damit drin sind. Müsst ihr euch mal bestellen? Ist aktuell ein bisschen umständlich über Formular. Wie genau dass das geht, ein Link bei uns auf daily.gigtalk.ch in den Show Notes mit drin. Dann gehen wir über zu Microsoft und genau gesagt eigentlich zu Google. Denn im Play Store gibt es natürlich wie auch im ähm, Apple Store die Microsoft Word App. Und das ist eine der erfolgreichsten Apps, die es aktuell so in diesem Store gibt bei Google. Die ist jetzt mittlerweile über die 500 Millionen Mal heruntergeladen worden. Nette Zahl und sicherlich nicht verkehrt. Solange man das ganze unter einem 10 Zoll Gerät nutzt und das sind ja die meisten Smartphones, die darunter fallen, sogar auch Fablets, ist das ja ganze ja auch ohne das äh, kostenpflichtige Office 365 Abonnent zu nutzen. Also somit kann man da gut drauf setzen. Vor allem, dass sie ja jetzt seit einem ein halben Jahr circa auch die Möglichkeit haben, zum mit mehreren Leuten gleichzeitig an einem Dokument zu arbeiten, wo das auch richtig funktioniert, wie man sichs wünscht. Gehen wir über und bleiben jetzt richtig bei Microsoft, denn die haben sich eine neue Firma eingekauft. Google hat ja an der Google IO Duplex oder mit Duplex gezeigt, was eben das Machine Learning und das Ganze, die KI oder die AI im Hintergrund alles tun kann, was man da für Möglichkeiten hat. Und Microsoft steht da natürlich nicht still und geht auch in die Richtung und hat sich dazu jetzt eben Sem Semantik gekauft. Semantik Machines heißt die Firma aus. Staaten, die eben auch in dem Bereich ist, nicht nur irgendwelche Sätze vorzulabern, die im, äh, quasi in der Datenbank stehen, sondern ähm, darauf einzugehen, zu, mitzubekommen, was, das, zu interpretieren, was das Gegenüber überhaupt will und dementsprechend dann die richtigen Bausätze rauszuhauen. Wenn ihr euch das Ganze mal anschauen möchtet, was das kann, ein paar Beispiele sind auf deren Webseite verlinkt. Die haben wir natürlich für euch bei uns in den Show Notes auch schön eingelinkt, dass ihr euch da reinlesen könnt. Haben. Eltern, die ihre Kinder überwachen. Ich bin mal gespannt, wie ich das dann mache später, wenn meine Mädels ein bisschen größer sind. Da gibt es ja diverse Möglichkeiten, zum einen über die ähm, Apple integrierte Find My iPhone-Geschichte, so zu sehen, was die was die Kinder tun. Es gibt aber auch Apps, die deutlich mehr können, quasi lesen, was sie schreiben, solche Dinge. Ich glaube, da ähm, geht, geht mir dann deutlich zu weit und in die Richtung werde ich nie gehen. Sag niemals nie, aber ich glaube eher nicht. Denn, wenn ihr sowas nützen möchtet, Teensafe zum Beispiel, gibt es eine App dafür. Da könnt ihr eben genau das mitlesen, was eure Kleinen schreiben, aber auch sehen, wo sie sind. Das ganz hässliche, und da werden die Eltern jetzt auch glaube ich, zu Recht bestraft und leider auch die Kinder werden bestraft, denn durch die App sind jetzt für Hacker und auch für andere, die sich ein bisschen auskennen, frei zugänglich Apple-IDs und auch Android-Smartphone-IDs also nach außen gedrungen, die eben von diesen Kindern sind. Das Problem, damit man die App richtig nutzen kann, muss das Elternteil und das Kind natürlich logischerweise die Two-Step Verification-Authentifizierung Deaktivieren und das geht ja sowas von gar nicht. Also Geräte zu öffnen, das ist ja wie wenn man ein Jailbreak installiert. Nee, das geht nicht. Liebe Eltern, habt Vertrauen in eure Kinder oder schaut euch das anders an, aber sicherlich nicht so, dass sie ihre Two-Step Verification deaktivieren müssen, nur damit ihr darauf zugreifen könnt. Oder eben die App und das Problem. Um jetzt auf die News zurückzukommen. Zwei der Server von dieser Firma, die das Ganze betreibt, lagen offen im Netz und es konnte jeder da Daten rauslesen. Unter anderem eben Apple IDs oder eben für die Android Phones konkrete IDs zu den jeweiligen Telefonen. Also ein Ding, was überhaupt nicht geht. Liebe Eltern, überdenkt euer System ein bisschen. Und ich hoffe, ihr seid nicht betroffen oder besser gesagt eure Kinder. Das waren meine News, die ich heute für euch bereit habe. Ich freue mich morgen am Mittwoch wieder für euch da zu sein. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen, auf eure Kommentare. Und ja, wir hören uns wieder. Euer Pokipsi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.